Cheers! Ah, geil. Ich bin vom Laufhaus geflüchtet. Es gibt jetzt gleich Steak, total. Vegan, vegan. So Leute, willkommen in unserer Villa hier auf Ibiza. Ein richtig schöner Beach Club. Und das Krasse ist der ja... Der Krebs ist weg. Krebs ist weg. So, bevor wir mit dem heutigen Video starten, stelle ich euch heute noch unseren Hauptsponsor vor, ohne den das alles hier nicht möglich gewesen wäre. Raimondo von der AXA Versicherung. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich habe euch was mitgebracht. So, Raimondo, einmal für dich. Nochmal vielen Dank für alles. Den besten Kaffee, den du dir vorstellen kannst. Bitteschön. Bitteschön. Ja, sehr gut. Große Kiste. Und die Tassen habe ich auch noch für dich. Okay, sehr schön. Da müssen wir im Prinzip ja auch gleich anstoßen. Ich weiß, dass du ein richtiger Kaffee-Fan bist. Mhm. Ja, dann mach mal einen. Ne? Mach mal einen. Wir befinden uns heute in Bad Homburg in der AXA Generalvertretung von meinem guten Freund und gleichzeitig auch unserem Hauptsponsor für dieses Video, Raimondo Nocera. Erstmal danke, Max, dass du da bist natürlich. Freut mich sehr. Auch danke für das Geschenk, was du mitgebracht hast. Tja, ich bin seit Tag 1 dabei im MMA Spirit. Ich bin ein absoluter Fan natürlich des Sports und auch der Idee und vor allem auch das, was jetzt kommt. Deswegen würde ich mich auch gerne beteiligen, sprich Ibiza, sprich Spanien. Das sind genau meine Ziele. Schade, dass ich diesmal nicht dabei sein kann, aber das wird sicherlich etwas sein, was wir in Zukunft machen. Und natürlich war ich auch froh, dass ich die Möglichkeit habe, auch da was beizusteuern und das Ganze mit zu unterstützen. Vielen Dank nochmal, Raimondo. Und mit diesen Worten starten wir in den Ibiza-Vlog. Tschüss. Leute, jetzt geht's nach Ibiza. Bevor es losgeht, habe ich noch ein Gewinnspiel für euch. Ich verlose eine Mystery Box im Wert von 500 Euro. Wie ihr mitmachen könnt, ganz einfach, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was drin sein soll. Viel Glück an euch alle. Wir kriegen gleich richtig geiles Essen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir das beste Essen bekommen, was in so einem Ding möglich ist. Wir werden gleich ein geiles Menü präsentiert bekommen. Ich bin mal gespannt, wie die anderen es finden. Die anderen wissen gar nicht, was wir zum Essen bekommen, aber ich weiß es. Auf! Jawohl! Cheers! Cheers. Ohne wir, komm! So, Mila, erstmal Privatjet? Ja, erstmal Privatjet. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich finde es super cool, sehr schick und ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt gespannt aufs Essen und ja, ich freue mich. So, zu meiner Linken sitzt Bacci. Er ist ein doppelter Kriegsflüchtling und ist jetzt zuletzt aus der Ukraine geflüchtet, ist bei mir gelandet und wir haben uns, ich will schon gar nicht sagen, per Zufall gefunden. Er ist ein grandioser DJ, grandioser Producer und so einer wie er gehört natürlich nach Ibiza. Folgt diesem Mann. Und hier sitzt... Ich bin Moduz, ich bin auch geflüchtet. Es gibt Männer, mit denen man sich besser nicht anlegt. Wo ist der Mann fürs Grobe im Puff? Ein kleiner König in einem Paralleluniversum. Ja, geil. Ich bin vom Laufhaus geflüchtet. Das war der entspannteste Flug, auf dem ich jemals in meinem Leben war. Ey, hier konntest du alles machen. Keiner kam, sagt bitte anschnallen, bitte hinsetzen, bitte dies, bitte das, bitte. Digga, Getränke, alles. Ey, was hast du gesagt? Hab jetzt nur noch Privatjet, ja, genau. Zwei, drei Flaschen mit. Davor gehen wir ja nicht weg. Einmal. Alles, was geht? Okay, Leute, sind wir alle komplett? Ja. Okay, dann geht's jetzt weiter mit der Juan. Juan Donessas. So, passt.
Jetzt fahren wir erstmal ins Haus. Jetzt checken wir erstmal ab, wie das Haus aussieht, was wir gebucht haben. Und ja, lass uns überraschen. So Leute, willkommen in unserer Villa hier auf Ibiza. Ihr seht, es ist eine Menge Platz. Wir haben extra ein riesen Ding gemietet, dass wir für alle Platz haben. Wir wussten nicht, dass wahrscheinlich noch ein paar Nachzügler kommen werden. Deswegen, wir sind hier im riesengroßen Essbereich. Wir haben hier eine riesengroße Küche, wir haben eine riesengroße Couch, wir haben eine Playstation, wir haben einen Fernseher, beziehungsweise haben wir 8 Fernseher oder so. Wir haben hier eine geile Grillecke mit Tischtennisplatz. Wir haben eine riesengroße geile Terrasse, Pool, alles drum und dran. Unten haben wir sogar noch einen Basketballkorb, wo man ein paar Körbe werfen kann. Wir haben noch ein kleines Anliegehaus, da wohnt Koga und seine Leute. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal mein Zimmer. So, hier sind wir jetzt bei uns im Master Bedroom, das ist mein Zimmer. Wir haben hier eine Badewanne, wir haben hier doppelt Waschbecken, Dusche, alles drum und dran. Können von hier direkt auf unsere Terrasse. Da ist noch eine Terrasse. Wir haben sogar einen begehbaren Kleiderschrank noch mit drin. Ja, beste Zimmer im ganzen Haus auf jeden Fall. Brutal, richtig krass. Auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Atmosphäre als in Offenbach. So, wir haben heute noch eine kleine Überraschung für Mila. Denn ich habe ihre Freundin Selina einfliegen lassen. Mila weiß gar nichts davon und sie denkt auch, dass Selina arbeiten muss etc. und überhaupt gar keine Zeit hat zu kommen. Die wird aber heute eintreffen und wir werden sie damit überraschen. Was geht ab? Willst du mich verarschen? Ich habe endlich eine Verbündete. Jetzt zeigen wir den Jungs mal, wie man Party macht. So, wir sind jetzt hier im Blue Marlin Ibiza. Das ist ein geiler Beachclub, ist eine Empfehlung von einem Kumpel von mir. Den treffen wir jetzt hier auch. Wir gehen erstmal mit was Leckeres essen. Ich hab richtig Hunger. Geil, richtig geil, richtig schöner Beachclub. Kann man nicht meckern. Also ist mega cool, die Leute sind cool. Ich werde mir gleich meinen ersten Drink nehmen und dann geht's los. Mega Start in den Tag, erstmal überrascht, jetzt Beach Club 2.0. Mila und ich haben schon mal so einen ähnlichen Tag hinter uns. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Ich war das einzige Mädel so in der Villa und jetzt habe ich weibliche Unterstützung und bin sehr, sehr froh. Ich freue mich riesig. Hey Junge, was ist denn? Nach der gestrigen Feierei haben wir erstmal jetzt ein Katerfrühstück und ja, da müssen wir mal schauen. Das Ding ist halt, wir haben sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr viele verschiedene Sachen für Ibiza geplant, die wir leider nicht mehr umsetzen können, weil viele Sachen passiert sind, die nicht in unserer Macht stehen, wodurch wir leider viele Sachen absagen mussten. Wir hatten eigentlich noch einen Tätowierer eingeplant, der mit uns den ganzen Urlaub verbracht hätte, der wäre auch mit dem Jet gewesen und so. Der ist leider nicht gekommen. Wir haben eigentlich geplant, die Hippies zu besuchen, die hier als Aussiedler in Ibiza wohnen. Und da ist es auch schwierig, weil wir hatten eigentlich einen Kontakt, der uns zugesagt hat, dass wir die treffen können. Jetzt haben die wieder zurückgerudert, jetzt können wir die doch nicht treffen. Wait a minute! Wir sind jetzt hier auf der Suche nach den Hippies. Wir haben einen guten Tipp noch bekommen, wo wir die vielleicht noch finden können. Jetzt schauen wir mal, ob wir die finden. Und ja, was die so machen. Gucken wir mal, schauen wir uns die mal an. Ich habe ein paar Sachen über die gehört, wo die leben und so, in den Klippen, in den Bergen, was weiß ich. Wir gehen jetzt mal gucken. Okay. Junge, das ist richtig gefährlich. Wir laufen hier an den Klippenrand. Ich schwöre. Digga. Klettern. Das ist schon richtig cool. Ich habe ihm was mitgebracht. Das würde er auch gerne haben. Zigarren? Ja. Müssen wir flüstern. Du hast es halt bei dir nicht stehen. Ehrlich? Ja. Okay. Sieht man den? Meinst du, der Sau, wenn ich die JBL-Box genau in seinen Kopf mache? Hart, Alter. Der hat so eine offene Panorama-Penthouse-Wohnung mit dem Aussicht auf den Meer. Das könnt ihr hier sehen, die Kulissen. Könntest du dir vorstellen, dass wir hin?
wenn ich auf Flucht bin, ja, auf jeden Fall. Deswegen will ich ein bisschen gucken, wie der so lebt, damit er mir ein paar Tipps gibt, damit ich ein paar Aktionen wieder starten kann demnächst. Ja, wir haben einen Hippie gefunden, genau den wir auch gesucht haben, einer der berühmtesten hier auf der Insel. Und wir haben jetzt auch herausgefunden, dass er früher anscheinend Anwalt oder was war er? Anwalt, glaube ich, ne? Ja, Anwalt. Und sogar Krebs hatte und anscheinend. Der ganze Stress, das war ihm zu viel und er hat dann sein ganzes Vermögen für philanthropische Zwecke gespendet und ist dann mit dem Zeug, was er noch hatte, hierher nach Ibiza getrampt. Getrampt. Krass. Das ist schon richtig krass. Und das Krasse ist der ja... Der Krebs ist weg. Krebs ist weg. Schöne Grüße nach Deutschland. Yeah. Wie ist es da drin? Das ist ja, schnucklig. Klein und schnucklig. Aber es hatte noch ein Stockwerk. Ja, du kannst es ja, es ist eine Masonettwohnung. Hab ich schon gesagt. Aber das sieht aus, als würde einbrechen. Es sieht aus, als würde einbrechen. Ich würde auch nicht hochgehen, ja. Komm, aber wenn man nicht mehr will, guck mal, okay, der Blick ist schon Weltklasse. Der Blick ist brutal, die Sonne scheint auch direkt hier rein, ne? Man kennt mich ja auch als Mowgli, so in Wäldern und so, deswegen bin ich solche Buchten gewohnt auf jeden Fall. Aber was krass ist auf jeden Fall, vor allem, weil hier viele Stars waren, wie Kate Moss, Max Koka, Max Heine, alle waren schon hier drin, alle. Jetzt bin ich auch hier drin. Das Besondere hier auf Ibiza ist, es wurde uns so gesagt, weil für mich war es von Interesse, wie ist er so, wenn man sich mit ihm unterhält? Ist er offen oder ist er halt einfach extrem speziell? Das, was ihn ausmacht, ist einfach seine Weltanschauung. Er ist sehr esoterisch und um nochmal auf den Punkt zu kommen, Ibiza verbindet die Leute auf besondere Art und Weise, ohne dass man einander verurteilt, beurteilt. Und das beste Beispiel, was mir in Bezug auf ihn gesagt wurde, ist einfach der Fakt, dass der Google-CEO mit ihm am Tisch saß, er neugierig ist, warum er so lebt, er daran interessiert ist, wie das Leben aus seiner Sicht ist. Die dort sitzen, die rauchen eine Tüte zusammen und unterhalten sich einfach auf richtig cooler Ebene. Und das ist einfach so symbolisch und ja, das Ding, warum das hier so besonders ist auf der Insel. Meinst du es gut für meine Kondition, wenn ich da mitmache? Digga, dein Kampfstil ist all in. Du brauchst keine Kondi. Alles gut. Wir machen das nächste Mal mit Dings mit Training Mask. Gehst du in den Kampf? Ja, ich schwöre es dir. Ich werde deine Nase verstopfen. Du brauchst keine Luft. Ich brauche keine Luft. All in. All in. Immer. Du bist ganz gut in der Übung. Hast du gut gemacht? Ja. Das liegt ihm. Ich bin zweimal gekommen. Der kommt mir an und sagt, Max, ich brauche Spiritualität in meinem Leben. Dann dachte ich mir, ja, die, der ist Spaß dahin. Hey, bitte. Was hast du gesagt? Ja, Digga. Jetzt hat er einmal ein Breathing-Workout gemacht und jetzt ist er auf Ibiza jetzt. Junge, Alter. Ihr werdet ihn wahrscheinlich in Max seinen Vlogs immer öfter sehen. Mhm. Ihr werdet ihn dadurch auch immer öfters hassen lernen. Problem ist, ihr werdet ihn immer anders sehen. Heute ist er der Spiritual Robin, dann ist er der Alkoholiker. Ey, zeig doch mal ein paar Videos, die du hast. Nein, das können wir der Hundeflüsterer, ne? Die Hundeflüsterer. Hundeflüsterer geht. Hundeflüsterer. Doch, ey, das wird ein Running Gag. Ey, in den Kommentaren abstimmen, ob die privaten Videos öffentlich gemacht werden sollen von ihm. Das können wir machen. Das, wenn die Kommentare das sagen, sagen wir ab. Ja. Ey, wenn das Video 2000 Likes bekommt. Ja, 2000. Okay, 2000. Ja. Dann lernt ihr noch auf der anderen Seite. Dann kriegt ihr Robins private Video. So Leute, der letzte Abend in Ibiza neigt sich dem Ende zu. Wir haben viel gelacht, wir hatten viel Spaß. Jeder von uns hat neue Erfahrungen gewonnen. Wir haben neue Freundschaften geschlossen und jeder Einzelne hat diesen Trip auf seine Art und Weise genießen können. Und damit beende ich dieses Video und freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat und freue mich natürlich aufs nächste Video. Bis bald.